Ja, hallo, meine lieben Freunde. Mittlerweile ist der Eurowalk ja schon 10 Jahre alt. Also ich melde mich jetzt aus dem Jahre 2025. Die Geschichte mit dem Eurowalk, die im Jahre 2015 begann, hat sich also doch herumgesprochen in Europa. Man fand das irgendwie schick, die Idee. Und kostengünstig und ja, eigentlich auch für die Krankenkassen recht ordentlich profitabel. Ja, also gibt es also jetzt den Eurowalk, jetzt im Jahr 2025, bereits seit 10 Jahren. Ja, der hat sich als sehr effizient erwiesen, ne? Also mit wenig Aufwand einen großen Nutzen sozusagen produziert. So, also 10 Jahre Eurowalk, tolle Geschichte. Denke, da machen wir einfach mal weiter, ne? So Schritt für Schritt. Vielleicht können wir ja diesen Eurowalk einmal um den Erdball rum organisieren, ne? So auf diesen ganzen Nebenstrecken, die es da irgendwo gibt, die wir sozusagen für die Fußgänger wieder zurückerobern, ne? Ich denke mal, für die Autofahrer, die Highways, die sind ja ausreichend ausgebaut, ne? Beziehungsweise, keine Ahnung, je nachdem, wie jetzt sagen wir, das Eisenbahnnetz sich entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, dass man rumgeklappt auf die nächsten 10 Jahre, denke ich mal, wird vielleicht der Anteil der Damen und Herren, die unbedingt auf einer Straße sich bewegen möchten, ja, vielleicht doch zurückgehen, ne? Weil es einfach nur intelligente Art und Weise ist, sich mit per Bahnen über lange Distanzen zu bewegen. Ne? Automobil ist eigentlich Geschichte, das ist eigentlich eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert steigt man nur auf die Bahn und ja, dort womöglich läuft man halt oder benutzt das Fahrrad. Ne? Dieser Eurowalk, wie gesagt, jetzt im Jahr 2025, 10 Jahre. Gute Geschichte, hat sich bewährt. Also sollten wir einfach mal weitermachen. Ne? In diesem Sinne, liebe Grüße an die Füße, euer lieber Diddy aus New Goddard City. Ciao und macht's gut. Ne? Tschüss.